Dieses Video erklärt die Anwendungen des Einfachfaltenbandeinfassers C22 auf der Overlock Coverstich Kombomaschine L98. Der Einfasser faltet die obere Bandkante ein und vernäht Bänder von 40 mm Breite. Die fertige Bandeinfassung ist 10 mm breit. Der Bandeinfasser enthält eine Schraube für die Befestigung am Zubehörhalter. Zur Befestigung auf der Maschine wird der Zubehörhalter verwendet. Der Zubehörhalter enthält zweimal M3 Schrauben für Bernina und zweimal M4 Schrauben für Bernet-Maschinen. Zubehörhalter und Bandeinfasser können auch auf den Bernet Cover Kettenstichmaschinen verwendet werden. Das Befestigen und Ausrichten von Zubehörhalter und Bandeinfasser ist dasselbe für C21 und C22. Den Bandeinfasser an den Verbindungsschenkel des Zubehörhalters schrauben. Den Zubehörhalter auf den Coverstich-Einsatz schrauben. Unser Tipp: Die Befestigung ganz nach links ausrichten, um Toleranzen zu verringern. Feststellschraube am Schwenkarm lösen und den Bandeinfasser so weit nach vorne ziehen, dass er vor der Fußspitze ausgerichtet werden kann. Schraube anziehen. Schraube am Verbindungsschenkel lösen und den Einfasser so weit nach links schieben, dass die Faltkante ca. 2 mm links der linken Nadel liegt. Schraube anziehen. Der Einfasser und der Nähfuß liegen nahe beieinander, ohne sich zu berühren. Unser Tipp: Zum Einfädeln und Öffnen der Deckel kann der Bandeinfasser ausgeschwenkt werden. Unser Beispiel zeigt den schmalen Coverstich mit linker und mittlerer Nadel. Wir empfehlen, den Cover-Kettenstichfuß C13 zu verwenden. Band 40 mm breit zuschneiden, schräg oder in Spitze anschneiden. Band in die Bandführung schieben und ein paar Zentimeter aus dem Bandauslaufkanal ziehen. Einfasser in Nähposition schwenken, Nähfuß auf das Band senken. Zur Fixierung ein paar Stiche nähen. Position der Stiche auf der Einfassung prüfen und falls erforderlich Einfassung anpassen. Die Stoffkante satt in den Einfasser führen. Nähen, dabei Band und Stoff ungehindert zuführen. Unser Tipp: Bildet sich ein Schrägzug im Band, dieses 1-2 mm schmaler zuschneiden. So gelingen regelmäßige Einfassungen schnell und einfach. Vorstehende Nahtzugabe zurückschneiden. Unser Tipp: Bei Innenrundungen das Band leicht dehnen. Zum Nähen von Außenrundungen die Stiche leicht verkürzen. Langsamer nähen.
Unser Tipp: bei Rundungen den Abstand zur linken Nadel etwas größer einstellen. Bei kleineren Rundungen nach ein paar Stichen den Nähfuß leicht anheben und das Nähgut hinter den Nadeln unter dem Nähfuß nach links legen. So lässt sich das einzufassende Material vor dem Nähfuß besser positionieren. Nadelstopp unten und der Kniehebel vereinfachen diese Nähtechnik. So gelingen auch relativ kleine Rundungen. Unser Tipp: beim Nähen von schlauchförmigen Projekten zuerst die Bandeinfassung nähen, dann den Schlauch schließen. Unser Tipp: für ganz exakte Ergebnisse diese Stelle mit der Nähmaschine zusammenheften. Oder erstellen Sie dekorative, individuelle Einfassungen, indem die Nahtzugabe auf der rechten Seite stehen bleibt. Da die unversäuberte Nahtzugabe breit bleibt, eignet sich auch Kettenstich für diese Nähtechnik. Für Kettenstich mit dem Einfasser und Fuß C13 die linke Nadel verwenden. Zusammen mit einem Coverstich eignet sich der Einfachfaltenbandeinfasser auch für schräg geschnittene Webbänder. Der Einfachfaltenbandeinfasser C22 für individuelle Einfassungen mit persönlicher Note. Bernina, made to create.